Fupp, fupp, fupp. Zing. So. Einmal. Zweimal. Hier brauchen wir eine Tür. Da haben wir noch eine Tür. Was wir dann noch brauchen, ist zwei Druckplatten. Jetzt fragt sich der ein oder andere, warum denn zwei? Du hast doch hier nur eine Tür. Ja, aber hier nicht. Da ist noch eine. So, dann haben wir zumindest schon mal die Grundvoraussetzungen geschaffen. Viele, viele bunte Monster. Monster! Komm her! Ich müsste ja mal was essen. Juhu! Jawoll! So will ich dich sehen, Creeper. Explodier! So, hier hätten wir einen bösen Golem. Erstmal die Spinne. Komm mal her. Komm! Komm! Hier haben wir den Oger. Also hier ist auf jeden Fall noch nicht genug Licht in der Hütte. Also das müssen wir... Ja, du zertrampelst mir die Saat, du Vogel. Böses Viech. Juhu! Juhu! Ping! Ja, das ist reine Absicht. Hi. Ja, ich weiß, viel mit der Fist. Aber wenn ihr so oft, also so alle auf einmal auf mich zukommt, ja, du auch noch, hä? Dann muss ich leider zu diesen unlauteren Mitteln greifen. Komm her, ich schnippel dir das Spinnenauge raus. Hallo. Sollen wir uns mit dir anlegen? Sollen wir das machen oder sollen wir es eher lassen? Wir werden uns mit dir anlegen. Ganz einfach und unkompliziert. So, dann bau dich schon mal auf, du Vogel. Mal dein ganzes Zeug zusammen, ohne dass du mir das Haus auseinander nimmst, weil die Game Rule verbietet dir das, du Vogel, du. Aber es sieht schon cool aus. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen einfach schlafen. Aber hier, das müssen wir, da müssen wir an der Hausbauweise noch ein bisschen was verändern. Das sieht ein bisschen buggy aus. Wo ist denn Doktor im Weg? Komm her. Komm mal rein. Darf ich dir vielleicht einen Kaffee anbieten? Alter! Juhu! Und, willst du was nach mir schmeißen? Gut. Wunderbar. Erstmal an die Seite ein bisschen hoch regenerieren, weil wir hier nur noch zwei Herzen haben. Denn sonst kommt hier das kleine Spinni und will uns kaputt machen. So. So, Zuckerrohr. Könnten wir einmal kurz abernten, weil wir Papier herstellen müssen. Denn wir brauchen... Alter. Ich muss hier unbedingt Kram löschen. Das geht nicht. Was hauen wir da weg? Hier, komm.
So, wir müssen Papier herstellen und davon reichlich, weil wir Bücher herstellen müssen und davon reichlich. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Bibliothekenraum. Wo wir den hinstellen, ist mir relativ. Bist du schon wieder voll? Ist ja unglaublich. Ja, also einen Bibliothekenraum müssen wir uns auf jeden Fall noch irgendwie erstellen. Wo sind denn die ganzen hübschen Sachen? Die Enderperle ist hier. Lohe. Lohenstaubrutenkram ist hier. Okay, packen wir jetzt erstmal die Cobblestones weg. Was dann so aussieht. Hier packen wir mal den Rotfels rein, dass wir hier mal langsam ein bisschen Platz kriegen. Monster Drops sind. Wo hat er sie denn hingelegt, die Monster Drops? Legen wir erstmal das da dazu. Das legen wir dann da dazu. Hier ist das Köpfchen. Emmes, das räumst du dann später genau so, wie du das haben willst. Du räumst es ja eh aus, also mache ich mir da jetzt keinen riesigen Kopf draus. Denn du willst es ja eh umschichten. Du willst es ja woanders hinschleppen und so. So, packen wir das mal da rein. Birkenholz. Das tue ich jetzt erstmal hier mit dazu, mit dem Obsidian. Seelensand tue ich hier mit dazu, den Kupfer tue ich hier mit dazu. Dann sind die Kisten erstmal voll, aber wir werden auf jeden Fall umbasteln, bauen, wie auch immer. So, da sind nochmal drei. Also jenes hier. Okay. Da hätten wir schon ein bisschen Material zum Bauen. So, wir müssten hier erstmal Lohnstaub draus machen. Eine Enderperle, einmal Lohnstaub, ergibt ein Enderauge. Und damit ist das Rezept hier vollständig. Hier hätten wir den Enchantment Table. Das Problem ist, wir könnten jetzt zwar schon anfangen zu enchanten wie die Weltmeister und auch vernünftig schon reparieren und so. Wir brauchen aber viele, 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 viele Bücher. Deswegen behalten wir den bei uns. Legen uns den mal hier ab. Und bauen uns jetzt erstmal das gute Material hier. War das so? Oder war das hier? Wie war denn das? Ich habe die einfachsten Rezepte nicht mehr drauf. Papier, so war's. Genau, so. Zack, so, da hast du dann schon ein bisschen was, merkst du? Und dann müssen wir jetzt nur zusehen, dass das Zeug jetzt besser wächst. Weil wenn wir jetzt ein Buch herstellen wollen, brauchen wir entweder Leder oder eine leere Schablone oder aber die ganz normale formlose Herstellung, wie ich gerade sehe, da in 5.2, so muss das aussehen. Ja, so. Fupp. Zing, zing, zing. Und dann hätten wir schon mal 35 Bücher, die dann schon mal für ein paar Regale reichen. So, dann wollen wir uns mal ein Bücherregal suchen. Das sieht dann so aus. Ja, da musst du dann hergehen. Fupp. Fupp. Da kriegen wir schon mal 11 Regale raus, die bei weitem nicht reichen werden. Also, definitiv nicht. Holz ohne Ende. Wird dafür flöten gehen. Also Holzbretter. Gut, dass wir hier ordentlich was eingesammelt haben. Dass wir ja auch mit Mammutbaumholz und so arbeiten, weil da fällt ja viel runter. Hier unten hat man doch auch überall noch Holzbretter. Hier, guckst du an. Also da ist noch genug bei. Ja, also auf jeden Fall brauchen wir ohne Ende Papier und Holz, um sowas hinzubauen. Deswegen sind wir jetzt hier auf das Wachstum angewiesen. Jetzt gucken wir nochmal, was uns ein Chunkloader kostet. Ups. Eine Enderperle, dreimal Gold und ein Zaubertisch. Das könnten wir eigentlich alles bauen. Wir haben eine Enderperle. Ich habe sogar mehr davon.
Goldbarren. Haben wir Goldbarren? Natürlich. Und wenn nicht, haben wir hier auch noch was, was wir verbrennen können. Und für den Zaubertisch, brauchen wir 2 Diamanten, ein Buch und Obsidian. Also wenn wir das nicht haben, dann ist was verkehrt. 2 Diamanten, ein Buch und Obsidian. So, fangen wir mal mit dem Zaubertisch an. Das Buch, 2 Diamanten. Habe ich nur einen? So, da ist er doch. Da haben wir einen Zaubertisch. Der Chunkloader ist eine Enderperle. 1, 2, 3, 4. Natürlich fehlt uns ein Goldbarren. Das ist nicht zu glauben. Okay, wir müssen Gold brennen. Zöp, zing, flup. Kohle? Hätten wir da. Ne, da ist noch Gold. Da ist noch Gold. Zack. So, jetzt haben wir hier einen Chunkloader. Den können wir dann auch mal hier so platzieren, dass der hier irgendwo... Ich glaube, den bauen wir im Lagerhaus einfach an die Seite. Den friemeln wir hier hin. Zack. So, dann zeigt er mir mal anhand des Lasers, den man nicht sehen kann, den man nur hier sieht. Okay, mach den Laser weg. Wir nehmen das Quadrat. Genau, wir lassen den mal hier laufen. Das hat jetzt den Vorteil, wenn wir aus dem Bereich hier rausgehen, dass dieser Kram hier weiter wächst. Das ist vorteilhaft. So, was haben wir denn noch an Fressalien? Oh, nicht mehr viel. Müssen wir auch ein bisschen nachlegen. Ich nehme mal das Brot mit. So. Okay. So, Chunkloader haben wir. Jetzt bin ich etwas planlos. Ich glaube, wir warten darauf, dass dieses Zuckerrohr wächst. Gold. Gold war hier drin. Glaube ich. Diamanten waren hier. Die Lohenrute. Die behalten wir in jedem Falle. Das ist wirklich sinnvoll, dass wir die behalten. Die schmeißen wir hier oben mit rein. Obsidian war hier. So, und damit haben wir doch erstmal zumindest die Grundvoraussetzungen geschaffen. So, der Enchantment Table ist da. Wir können ihn halt nur nicht benutzen. Aber in der Zeit, in der das wächst, natürlich wird es dunkel. In der Zeit, in der das wächst, werden wir uns einen Bibliothekenraum basteln. Die Frage ist, wo basteln wir den hin? Und ich denke, ich habe da die passende Idee. Das Strandhaus wird nicht genutzt. Ich glaube, wir nehmen den am Strandhaus. Ja, doch, ich glaube, den nehmen wir. Aber ich sehe gerade, wir haben keine Betten hier. Halt, die haben wir am Strandhaus. Hahaha. Daraus. Und ab geht's. Da irgendwo ist das Strandhaus in der Nähe, glaube ich. Ja, perfekt. Da vorne. Strandhaus ist noch nicht fertig, aber was willst du machen? Flup. Aber da unten in diesem, was eigentlich der Lagerraum werden sollte. Ich glaube, da basteln wir die Bibliothek hin. Alles noch recht mager hier, merkst du? So, erstmal pennen. Und da geht's runter. Und hier unten würde ich sagen, hier stellen wir die Bücherregale auf. Aua, fall ich auch noch von der Leiter. So,
So, da hättest du nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier könnten wir dann so ein... hier so, weißt du? Fupp. So. Wir könnten jetzt theoretisch schon Enchantments drauflegen, aber das mache ich jetzt nicht auf diesen Werkzeugen. Da bauen wir uns Diamantwerkzeug und da knallen wir Enchantments drauf. Nachteil ist, wir brauchen erstmal Bücher, 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 Bücher. Wenn wir das Ding hier reparieren wollen beispielsweise, ja, geht das glaube ich gar nicht mehr. Hahaha. Reparaturkosten 0, das wäre natürlich gut. Ah gut, das klappt so nicht, wie man sich das vorstellt. Ja, also wir könnten hier jetzt richtig loslegen, aber uns fehlen noch hier die Dingens. Hier die und so, weißt du? Ja. Diesen Enchantment Table wollte ich eigentlich nur haben, weil du dann hier auswählen kannst, was drauf soll. Weißt du? Das war so die Idee hinter dem Ganzen. Oder hier am Schwert kannst du dann auch die Schärfe erhöhen, Rückschläge erhöhen und. Haltbarkeiten. Das war die Idee hinter dem Ganzen. Okay. Next, please. Was haben wir denn? Stunde haben wir ja schon voll, Mensch. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es auch erstmal so stehen. Warten wir mal darauf, dass der Emmis wieder dabei ist, weil das vielleicht ein bisschen sinnvoller ist in Bezug aufs Hausdesign. Boah, ist das hell hier. Gut, wir haben unseren Soll erfüllt. Machen wir an dieser Stelle mal eine kurze Unterbrechung, denn die Aufnahme stand ja hier wirklich nicht unter einem guten Stern. Fupp. Dann lassen wir das Zeug jetzt einfach mal wachsen da hinten und freuen uns unseres Lebens. Oder so. Gut. Ich friemel mich mal hier hinter. Bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Auch wenn es jetzt hier wieder mal einen bösen Schnitt hat geben müssen. Ja, oder zwei in dem Falle. Ja, nimm's mir nicht übel. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, Like oder Abo da lassen. Wenn nicht, behält es für dich. Und dann sieht man sich einfach schlichtweg in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht mit einer etwas besseren Vorbereitung und vielleicht auch dem Gedankengang, dass ich vielleicht auf den Aufnahmeknopf hätte drücken sollen, damit du auch siehst, was ich im Nether so tue. Tut mir leid, dass das nicht geklappt hat. Das habe ich offensichtlich völlig übersehen. Sowas passiert auch den Besten. Gut, und damit verabschieden wir uns erstmal in den Tag. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und dann sehen wir uns, wenn du Bock hast, morgen wieder. Bis denn.